Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch Nataschas neuesten Geniestreich. Ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Das ist hier heute eine First Impression. Das ist keine Review. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Produkt funktioniert. Das ist ja angegeben nicht als Highlighter, sondern als Beautifier. Kommen wir alles gleich drauf. Was ich davon so als First Impression halte und so weiter und so fort, das seht ihr in diesem Video. Und ich zeige euch die neuen Nabla Beyond Blurry Lippenstifts. Lippenstifte am Ende. Ich packe euch Timestamps rein, also ihr könnt euch angucken, was ihr wollt. Und außerdem laber ich unheimlich viel noch andere Sachen. Wenn ihr also sehen wollt, wie das hier entstanden ist und was ich so zu den Produkten zu sagen habe, bleibt dran, es geht direkt los. Das ist heute definitiv eine First Impression zu dem neuen Produkt von Natasha Denona. Das heißt, es ist nicht so wie bei Lidschattenpaletten, wo ich die einfach benutze und mir dann eine Meinung bilden kann. So ist das hier nicht so ganz, weil laut Natasha ist das ja was ganz Spezielles, ganz Neues, ganz Tolles. Ich bin sehr skeptisch, Leute. Dementsprechend ist das wirklich eine First Impression. Ich habe da einmal kurz reingefasst, das heißt, ich habe das noch nicht auf dem Gesicht probiert, noch gar nichts, nichts dergleichen. Und das machen wir heute zusammen. Und am Ende des Videos, ich packe euch Timestamps rein, zeige ich euch noch die neuen Nabla Beyond Blurry Lippenstifte. Da müssen wir unbedingt drüber reden, Leute. Also, wir müssen unbedingt darüber reden. Pass auf, Natasha hat rausgebracht den Natasha Denona High Gen Skincare Infused Glow Beauty Fire. Man könnte auch böses munkeln und einfach sagen, ich würde mal sagen, das ist ein Cream to Powder Highlighter. Würde ich jetzt, also hätte sie das ohne Worte einfach so hingeballert, hätte ich gesagt, oh, Highlighter, eigentlich haben wir genug Highlighter aktuell, meine Liebe, hättest du was anderes machen können. Ich habe bei Instagram, gibt es ein Video, wo sie zeigt, wie man das genau benutzen kann. Wenn ihr also auf ihre Seite gibt, dann gibt es zwei, Part 1 und Part 2, wo sie das quasi selber benutzt. Und im Grunde sagt sie, wir können das als Natural Make-up Day benutzen. So, Leute. Okay. Also ohne etwas, ne? Also quasi wie über die Tagescreme und eine Tagescreme und gut ist. Um einfach so einen Soft Filter All Over Glow zu schaffen. Okay. Dann kann man es quasi unter der Foundation benutzen. Und selbstverständlich über der Foundation als Highlighter. Im Grunde so ähnlich wie das, was wir jetzt alle von diesen Filtergeschichten kennen, nur eben nicht in einer Liquid-Version, sondern in einer Cream-to-Powder-Version. Leute, lasst euch nicht irritieren, das ist kein Puder. Ja, also es ist wirklich überhaupt kein Puder, das ist so eher hier, könnt ihr sehen, oh, solche Produkte sehen dann immer ganz schnell übel aus. So eine bouncy, creamy Texture, würde ich mal sagen. Und jetzt habe ich hier direkt mal was auf dem Finger und da könnt ihr schon sehen, das ist schon sehr, sehr shiny, ne? Also es ist nicht hier so ein Soft Glow, sondern das ist schon eher Highlighter-mäßig, würde ich mal sagen. Sie zeigt ja, wie sie es benutzt. Zum einen macht sie es einfach mit einer, mit einem Pinsel einfach über ihre Haut. Sie macht auch in einem Video, wartet, wo ist er? Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie viel ich da schon von aufgebraucht habe. Ich liebe das Zeug. Macht ein paar Tropfen davon in das Produkt und gibt das dann auf die Haut. Das machen wir auf gar keinen Fall. Also ich mache das nicht, weil ich habe keine Lust, mir mein Produkt zu versauen. Und für Natasha spielt das natürlich keine Rolle. Die produziert die, da macht sie sich halt, lässt sie sich halt einen neuen geben. Ne? Aber das mache ich nicht. Aber ich nehme das jetzt
als Base. Das macht sie halt auch. Sie nimmt das Produkt als Base und gibt dann diesen Beautifier oben drüber. Und das machen wir auch. Und ich muss wirklich sagen, das ist einer meiner Lieblingsprimers, eines meiner Lieblingsprodukte. Das macht richtig heftigen Glow. Und wenn man genau hinguckt, sieht man hier auch ein paar Glitzerpartikel. Ich verzeihe das aber solchen Primern relativ häufig, weil du siehst davon hinterher nichts mehr auf der Haut. Ne? Also, und es ist auch wirklich, also man muss sich hier schon sehr anstrengen, um da irgendwie Glitzis zu sehen oder so. Wenn ihr das noch nicht habt, das hat so eine bisschen so eine öligere Textur irgendwie. Ich finde es sehr reichhaltig, sehr geschmeidig auf der Haut. Also ich mag das total gerne. Vor allen Dingen auch für Foundations, die ein bisschen trockener sind, benutze ich das wirklich gerne. Und ja, ich gucke mal hier nebenbei kurz in dieses Video, weil das ist schon krass. Ja, in ihrem Video macht sie sich halt erst diesen, das Serum drauf und dann nimmt sie einen Pinsel. Warte, ich muss das mit Brille machen, ich muss sehen, was hier passiert. Nimmt sie sich einen Pinsel und geht hier rein in das Produkt und gibt sich das. Okay, aufs Gesicht. Ich mach mal eine Seite, damit wir einen Vergleich haben. Ich frage mich halt echt, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das unter den ganzen Foundations so funktioniert. Fühlt sich aber gut an auf jeden Fall. Und es ist glowy, alter Schwede. Das hier ist juicy und lecker und das ist glowy auf einem Next Level, ey. Darauf soll dann die Foundation setzen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich finde, wenn man das so all over, hat man das ja nicht so konzentriert, sondern verteilt das so ein bisschen, finde ich das schon recht glitzerig, würde ich mal sagen. Also, wie gesagt, wenn man das jetzt unter der Foundation trägt, finde ich das nicht so schlimm. Und ich habe es auch ja schon geswatcht und so. Und das heißt, wenn du es als Highlighter trägst, so ein bisschen konzentrierter aufträgst, dann sieht das nicht so glitzerig aus. Es ist aber auch nicht wirklich glitzerig. Ne? Es ist nicht glitzerig wie der neue Fenty Highlighter. Also. Über den sprechen wir auch gleich nochmal. Mann, Leute, das sieht... Also ich bin ja extrem skeptisch. Ich habe ja heute Morgen, also wo ich das gedreht habe, für euch gestern Morgen, ein Foto davon gemacht und gleich hochgeladen. Und Maxim hat darunter geschrieben, ein Highlighter also. Und ich habe geschrieben, ja, würde ich sagen. Das war so mein erster Gedanke. Ich dachte so, ja, okay, was soll uns das jetzt bringen, wenn wir das über die ganze Haut geben? Aber es ist schon... Das ist ein bisschen auch Zinnmann-mäßig, Zinnfrau in dem Fall, aber irgendwie sieht es doch geiler aus, als ich dachte. Ich schwöre, ich habe in dieses Produkt heute Morgen reingegriffen und wollte das voll zerreißen. Das ist voll die Scheiße. Das hat sich Natascha hier ausgedacht. Wenn ich es jetzt aber so übers Gesicht aufgetragen sehe... Naja, ich bin jetzt gespannt, was mit der Foundation ist. Also sie benutzt ja in ihrem Clip, benutzt sie das Serum, dann macht sie das drauf und dann arbeitet sie nur mit Concealer. Aber das mache ich auf keinen Fall, weil ich möchte sehen, wie darauf eine Foundation funktioniert. Aber um dem Produkt erstmal eine Chance zu geben, nehme ich keine Liquid Foundation, sondern hier meine Baby-Lieblings-Schnucki-Schnucki-Palette, damit ich mal gucken kann, wie das so funktioniert und mich an diese ganze Sache ein bisschen rantraue. Es fühlt sich jetzt sehr glowy, saftig und geschmeidig an auf meiner Haut. Also das Hautgefühl ist schön, kann ich nicht anders sagen.
Ihr kennt die schon. Ich nehme hier auch einfach den gleichen Pinsel und gehe ein bisschen hier in meine Farben rein und dann. Oh Gott, ich bin so gespannt. Okay. Ich versuche auch wenig Produkt zu nehmen, wie ich es ja in letzter Zeit eigentlich immer mache, weil es gefällt mir besser. Deshalb gebe ich mir immer erst auf die Stellen was auf, die wirklich gerötet sind und arbeite dann den Rest ein. Ja, also die Palette hat schon mal besser gesessen hier, aber es ist heftig glowy. Oh, krass. Ich habe das Gefühl, dass die, also, die hat schon mal besser gesessen, die Foundation, wie gesagt. Ich weiß nicht. Naja, machen wir erstmal weiter und gucken uns das Ganze an. Ich meine, ja, ich hätte jetzt auch ihren Concealer eigentlich nehmen können, und weil das mache ich ja auch öfter mal, dass ich wirklich nur mit dem Concealer arbeite und dann auch hauptsächlich mit ihrem. Ja, hier sitzt auf der Seite sitzt es ein bisschen besser. Kann also auch auf meiner Wange so eine trockene Stelle sein. Interessant. Die Frage ist dennoch, brauchen wir das Produkt, um unseren Glow auf Next Level zu heben? Ich weiß nicht, ob das nicht auch ohne schon geil aussehen würde. Oder eben mit einem der 100.000, ihr wisst schon hier, ne? Habe ich nicht mal hier irgendwo sowas stehen? Sowas, ne? Oder den von Dior habe ich ja jetzt neu. Der ist wirklich toll, dieser Dior Glow Filter. Ob uns das nicht vielleicht gereicht hätte? Ich nehme aus der Palette diese helleren Farben und nehme die so ein bisschen als Concealer. Gott, ich bräuchte 10.000 Hände und bessere Augen, ey. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, das ist doch schon mal was. Also, es sitzt doch schon ganz gut. Vielleicht hier so ein bisschen. Aber ich habe natürlich auch gerade wieder so dolle Allergie. Das heißt, ich habe hier auch so komische trockene Stellen an der Nase. Deshalb würde ich das jetzt nicht so aufs Erste so total verurteilen und würde auch natürlich noch mal ein bisschen damit rumspielen und gucken, wie sich das noch weiter verhält. Dann nehme ich mir hier so ein bisschen von diesen Bronzer Shades und benutze es gleich so ein bisschen, um mein Gesicht etwas aufzuwärmen, weil ich die Palette jetzt gerade in der Hand habe. Natascha, ich hatte eigentlich eine Foundation und Bronzer gewollt. Was ist los? Hast du nicht schon genug Highlighter, meine Liebe? Reicht es nicht erst für die nächsten 100 Jahre? Ja, aber man muss natürlich sagen, also ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil das ist voll Nataschas Ding. Ne? Also man merkt, dass diese ganze Highlighter-Sache und ihre Make-ups, die sind natürlich immer extrem glowy, ne? Also ihr kennt das ja, wenn sie dann so über die ganze Wange mit ihrem Highlighter geht, ist das schon nachzuvollziehen, dass sie ein Produkt rausbringt, was so glowy ist. Und es sieht auch gut aus. Also meine Haut sieht gut aus. Ich mache mir mal eben ein bisschen was auf die Augen, mache mir Wimpern und Augenbrauen und dann gucken wir weiter und
benutzen den nochmal als Highlighter. So, ich habe mir mal ein bisschen die Augen gemacht und habe mir das mal so ein bisschen auf meinem Gesicht angeguckt, das Ganze. Ja, so, ich finde es hier doch recht glitzerig, muss ich sagen. Also ich habe immer das, also mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das wieder so tragen würde. Auf Entfernung sieht es sehr gut aus, aber von Namen finde ich, sehe ich hier ziemlich viele so kleine, feine Glitzis. Ganz kleine, feine Glitzis, aber ich sehe Glitzis. Und irgendwie fühle ich es nicht, das so zu benutzen. Also, vielleicht kommt es ja noch, aber im Moment denke ich mir so, warum sollte ich das benutzen? Weil eigentlich habe ich genug Sachen, die unter meiner Foundation irgendwie Glow zaubern. Und, ja, ich weiß nicht, Leute. Ich puder mal ein bisschen vorsichtig ab und gucke, wie es dann aussieht. Und ja, ich weiß nicht. Ihr merkt, ich bin sehr, 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 sehr zwiegespalten. Also wirklich, kann man nicht anders sagen. Weil ich frage mich halt echt, wie viele von uns wirklich jetzt am Ende das Produkt so benutzen, unter der Foundation, oder ich finde auch, wenn man jetzt sagt, man benutzt keine Foundation obendrauf, ne? So wie sie es ja auch sagt, ne? Dass man das einfach übers Gesicht macht und dann einen glowy Look hat. Ich finde das, also ich meine, ich stehe auf Glow, aber ich finde das zu glowy. Also ich finde das wirklich extrem glowy, ne? Muss man wirklich sagen. Jetzt habe ich mal überall gepudert und habe das ein bisschen runtergeholt, den Glow. Das wird sich wahrscheinlich auch demnächst gleich wieder zeigen, weil es ist eigentlich immer so, dass die Öle der Haut und auch der Produkte dann das Puder wieder ein bisschen neutralisieren, wie ich finde. Ich mache mir mal Rouge drauf und zwar nehme ich da hier weil ich habe die Palette hier liegen, weil ich den vergleichen wollte, von Natasha den Blush, der hier drin ist, den ich liebe. Hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. Also als ich die Palette zuerst geöffnet hatte, habe ich gedacht, naja, mittlerweile ist das hier eine meiner absoluten Lieblingsgesichtspaletten. Ne? Wisst ihr ja auch, wenn ihr meine Videos geguckt habt in der letzten Zeit. Schön, schön, schön. Das ist ein Cream-to-Powder-Blush sozusagen. Und das hier ist auch ein Cream-Highlighter. Deshalb hatte ich mir das mal rausgeholt und habe auch schon die gegeneinander antreten lassen. Aber ich finde, die haben gar keine Ähnlichkeit. Aber zeige ich euch gleich nochmal. So, Blush sitzt, würde ich mal sagen. Und ihr wisst ja, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste. Noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Eigentlich mache ich ja immer zuerst Highlighter und dann Blush, aber heute machen wir das mal andersrum. Ich wollte mal hier, dieser, ich hatte den direkt mal in die Hand, der hier ist deutlich cremiger. Also ich finde, das könnt ihr auch ganz gut im Fännchen erkennen, dass der wirklich, der ist sehr viel, ich zeige es euch gleich, cremiger und nasser als dieser Cream to Powder. Ey, ich meine so im Swatch, ne? Das hier ist der neue und das ist der cremigere. Und ich finde, da kann man halt auch sehen, dass das deutlich cremiger ist als das hier. Aber trotzdem ist das auch mega buttrig, ne? Also voll geil eigentlich. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt einfach rausgekommen wäre und hätte gesagt, ich habe die geilste neue Highlighter-Formulierung für euch, wäre ich wahrscheinlich nicht so skeptisch. Würde ich mal sagen. Das machen wir. Wir benutzen den jetzt. Wir benutzen den jetzt als Highlighter. Ich nehme hier einen meiner liebsten Highlighter-Pinsel. Ich glaube, dass der auch für diese Konsistenz gut geeignet ist. Ich nehme auch jetzt nicht zu wenig. Und dann wollen wir mal schauen. Okay, vielleicht könnte es noch ein anderer Pinsel werden.
Got it. Nehmen wir den. Den nehme ich am liebsten für den Highlighter in der Palette. Ja, das ist ein sehr guter Creme-Highlighter-Pinsel, obwohl er recht groß ist, aber ich mache das ja eh großzügig. Außerdem habe ich auch ein großes Gesicht. Ja, das funktioniert. Okay, ja, das funktioniert. So, als Highlighter, ne? Deshalb, also ich glaube, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich habe einen Highlighter rausgebracht, hätte ich vielleicht gesagt, okay, so, ja, wann kommt der Bronzer? Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, Beautifier unter die Foundation. Vielleicht ist das ja das, was wir unbedingt brauchten und das ist jetzt der neueste Schrei und okay. Ja, als Highlighter ist er schön, ne? Gut, ich habe natürlich jetzt auch, gib ihm, ne? Also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben an Highlighter, würde ich mal sagen. Aber so als Highlighter würde ich sagen, gefällt er mir. Mir hat eine Kundin, eine Abonnentin-Kundin, ne? Ey, ich muss mal switchen zwischen Laden und Social Media, ne? Eine Abonnentin geschrieben, der wäre fantastisch oder traumhaft irgendwie so. Also sie liebt den auf jeden Fall richtig. Und ja, als Highlighter kann ich das durchaus nachvollziehen. Da macht er richtig schön. Und ich finde nicht, dass er Glitzer hat. Also gerade wenn man ihn jetzt so als Highlighter benutzt, sieht er richtig, richtig toll aus. Aber als... als da drunter, ich weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Blush, damit sich das hier so ein bisschen miteinander vermengt und nicht so aufliegt. Besser. Krass. Ja, okay, das ist sehr, sehr glowy, ne? War das? So, jetzt könnt ihr das sehen. Ja, sagt mir mal, wie findet ihr das? Habt ihr das Produkt? Und wie sind eure Gefühle? Mich würde das interessieren. Pass auf, das soll es erstmal gewesen sein, weil mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich würde das, denke ich mal, entweder in die Kommentare oder irgendwo kundtun, wie das so gesessen hat für den Rest des Tages, weil das kann man jetzt natürlich nicht beurteilen. Es sitzt alles gut, es sieht alles gut aus und ich frage mich nur, ob ich den Schritt gebraucht hätte in meinem Make-up-Game, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich entweder schreibe ich es hier rein oder in die Kommentare und dann sehen wir weiter. Lasst uns mal ein bisschen über Lippen sprechen. Und zwar habe ich mir von Transparent Lab diesen Hydro Plump Volume Lip Dingens gekauft. Ich habe aber jetzt gesehen, also ich schreibe hier oben schon mal Werbung rein. Ich glaube, den gibt es auch bei Pure. wo habe ich den denn bestellt? Der ist mir so, Flaconi war das, glaube ich. Ich hatte bei Flaconi was bestellt und da gibt es die ja mittlerweile auch. Und da hatte ich das gesehen und habe gedacht, aha, interessant. 20% Instaplump. 1% Volulip. Und 1% HA. Okay, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber Leute, ich traue mich gar nicht. Kennt ihr das Zeug? Ich traue mich gar nicht, so aufzutragen. Ich habe das bekommen, ne, und hatte das, als ich bin mit dem Auto irgendwo hingefahren, habe auf jeden Fall das Paket aufgemacht und habe dieses Ding und dachte so, machst du den mal drauf? Da, das brennt. Also ich kann euch gleich sagen, habt ihr ein Problem mit brennenden Lippen? Finger davon weg. Also wenn ihr diese Plumping Glosse nicht mögt, die so richtig ordentlich abziehen. Also der ist vom Gefühl mega. Also der hat eine ganz, ganz fast ölige Konsistenz, würde ich sagen. Nicht glossy. Nicht glossy, sondern so ganz dünn und soft. Fühlt sich erstmal mega an. Dann kommt der Plumping-Effekt. Wow, richtig heftig. Also ich finde, das brennt next level. Also das brennt so dolle, dass ich mir gedacht habe,
oh krass, ist das jetzt eine allergische Reaktion, muss ich das wieder abmachen oder überlebe ich das Ganze? Also, übel. Macht es den krassesten Effekt? Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt auch noch nicht so oft benutzt. Ich werde es auf jeden Fall, ich würde mal sagen, vielleicht mache ich es in die Handtasche, da benutze ich es dann am ehesten, am meisten. Oder zu meiner Skincare. Mal schauen. Jedenfalls teste ich das weiter. Weil ich wollte es auf jeden Fall mit euch teilen, weil das fühlt sich so abgefahren an und ich habe gedacht, ich brauche eh gleich eine Grundlage oder ein bisschen Pflege für meine Lippen. Das mache ich ja immer beim Schminken, dass ich meine Lippen pflege. Ich will euch nämlich diese Teile hier zeigen. In meinem letzten Video hatte ich ja schon gesagt oder hatte ich ja schon gezeigt, dass ich die bekommen habe, hatte die aber noch nicht ausprobiert und habe da sowas gesagt wie, ja, ich weiß nicht genau, ob ich matte Lippenstifte brauche, habe ich ja genug und ich fühle matte Lippenstifte auch gerade nicht so. Und dann kam die. Alle anderen übrigens auch so, ja, ach, wir brauchen gar keine matten Lippenstifte. Wir sind doch bei Tarte, Maracuja, Juicy Lips aufgehoben und ladida und matt macht ja auch Falten so ein bisschen und Und dann kommt Nabla und ich weiß nicht genau, ob ich persönlich so eine Konsistenz schon mal hatte. Kennt ihr noch, es gibt von MAC, die sind auch wie so Liquid Lipsticks. Die haben auch so ein, da, sowas hatte ich mal, der so einen musigen, so eine komische, musige Konsistenz hatte. Es geht ein bisschen in die Richtung. Die sind so musig, total abgefahren von der Konsistenz. Überhaupt nicht wie ein normaler matter Lippenstift. Nabla hat ja auch matte Lippenstifte. Warum hätten sie auch nochmal matte Lippenstifte rausbringen sollen? Nein, die haben alles neu erfunden. Ich sag's euch, ich bin richtig, ich kann es gar nicht fassen. Also das ist so abgefahren. Ich zeig euch die jetzt erstmal alle. Highlights 10 ist mein Code, wenn ihr die bei Purish kaufen möchtet und sparen. Ich mache euch auch meinen Link unten rein, da könnt ihr auch drüber gehen. Das hier, Fokus, ist die Farbe Celeste. Passt mal auf. Warte, ich mach mal den Überschuss von diesem brennenden Horrorzeug ab. Ich habe die aufgetragen und ich dachte so, hä? Was ist das denn? Die heißen ja Beyond Blurry. Guckt euch das mal an. Meine Lippe ist richtig geblurrt. Klar, komplett Falten raus kriegen wir nicht mehr hin, ne? Aber achtet jetzt mal auf unten. Das ist doch geil, oder? Das sieht so gut aus. Und da steht ja auch drauf irgendwie Beyond Blurry Sheer Lipstick. Und ich dachte so, wie Sheer Lipstick? Wie kann das sein? Also ein matter Lippenstift, der sheer ist, was soll uns das bringen? Aber guckt euch bitte mal an, wie unglaublich schön meine Lippe damit aussieht. Das ist doch geil, oder? Ha! Ich bin so richtig so, wow, so total natural, so richtig natürlich und so ein bisschen aufgepolstert und so ein bisschen überhaupt nicht matt. Lippenstiftmäßig matt, sondern was sagt ihr? Also, übrigens, ich zeige euch jetzt alle Farben, ja, also Celeste ist, was sagt ihr, also absolut 100% mein Fall, ja, bestimmt richtig gut mit Natasha Denona, Natasha. Ich mache den Hai da runter und zeige euch die Farbe Divinis. Ich kann das nicht aussprechen. Ist auch ein Nude. Sind alles Nudes. Im Grunde. Der ist ein bisschen peachiger. Und ein bisschen sichtbarer bei mir, finde ich. Der andere ist so richtig mein Lips But Better.
Und den sieht man ein bisschen mehr, aber guck mal. Und das fühlt sich so ein bisschen kühlend irgendwie an, so ganz samtig auf den Lippen, so. Wisst ihr, so. Bin so fasziniert. Ich kann das gar nicht glauben, wie fasziniert ich bin. Ah, warum? Ich dachte, ich wäre gerne so fasziniert von Nataschas neuen Release, ne? Muss man mal sagen. Dann die Farbe Saint. Die ist auch richtig geil. So ein schönes, ja, so ein bisschen Schokobraun. Ist vielleicht nicht unbedingt persönlich so das, was ich jetzt jeden Tag tragen würde, aber trotzdem, auch das sieht richtig gut aus. So richtig, muah, schön. Als hätte ich Schokolade gegessen. Dann die Farbe Dea. Passt auf. Hammermäßig. Hatte ich, hat das Raune gar nicht gesagt. Warte mal, Dea. Das ist eher so ein bisschen kühler, moviger. Saint machen wir mal dazwischen. Es gibt noch eine, glaube ich. Ich glaube, es gibt sechs. Ich habe aber fünf bekommen von Purish. Der ist ja wohl auch fantastisch, hammermäßig, richtig geil. Und die Farbe, den hatte ich jetzt neulich schon mal komplett drauf. Aphrodite, auch den ganzen Tag. Und was mir da aufgefallen ist, dass der Treckeralarm. Ich habe schon wieder Fenster offen. Es wird warm. Dass der meine Lippen über den Tag wunderschön eingefärbt hat und ich auch am Ende des Tages immer noch so ein bisschen Farbe auf den Lippen hatte, aber nicht mehr so, aber nicht so crusty abgebröckelt oder so, sondern einfach so ein bisschen Farbe. Ihr seht ja an der Konsistenz, dass das wirklich so eine etwas schiere Geschichte ist, ne? Also total faszinierend. Ich trage heute aber auf jeden Fall Celeste. Das ist ganz klar. Ich will so richtig My Lips But Better. Da habe ich richtig Bock drauf. Deshalb mache ich den jetzt hier auch nochmal ab. Ich habe hier mal einen von den normalen matten Lippenstiften von Nabla rausgeholt. Um das mal zu vergleichen. Das sind halt klassische matte Lippenstifte, die auch schön sind, davon mal abgesehen. Aber ganz anders von der Optik. Man hat halt viel mehr Fältchen, finde ich. Und fühlt sich auch einfach komplett anders an. Ganz andere Oberflächenbeschaffenheit und deutlich matter und nicht dieses komische Blurry Ding, ja. Die sind auch ein bisschen kleiner, so vom Packaging, ne? Es ist ähnlich, aber das gleiche Packaging wie die neuen hier sind auf jeden Fall die Beyond Jelly, die auch öfter in meinen Favoriten auftauchen. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Dann habt ihr es einmal gesehen. Das sind ja so richtig, so ähnlich wie die Fantastik von Linda Hallberg. Sind das so schöne, glossy, wirklich außerordentlich schöne Lippenstifte. Natürlich ist bei diesen ganzen glossy Sachen, so wie hier, die Haltbarkeit immer anders als bei einem matten oder halt auch bei denen, weil die Haltbarkeit hiervon hat mich auch total überrascht. Wenn ich den trage hier, werde ich immer angesprochen. Das ist die Farbe Loose. Ist auch auf meiner Collection-Zeit bei Purish. Das heißt,
die müsstet ihr auch mit 10% kriegen. Ja, jetzt mache ich, warte, welche Farbe wollte ich tragen? Wo ist sie? Celeste? Ja. Celeste. Celeste ist auch definitiv ein Handtaschenlippenstift. Rein, drauf, Lippe sieht irgendwie geil aus. Gefällt mir extrem gut. Also wirklich, muss ich sagen, was mir nicht so gut gefällt, ist das kitschige rosane Packaging. Aber okay, ist Geschmackssache. Ich hätte es lieber blau gehabt und jemand anders hätte es lieber grün. Also von daher ist das überhaupt nicht schlimm. Die fühlen sich hochwertig an, genauso wie die vorher auch schon. Ist halt die gleiche Verpackung. Ne? Ist ein bisschen eben so ein bisschen, könnte auch von Too Faced sein, finde ich. Ne? So ein bisschen eine Spur drüber. Aber der Inhalt zählt und der Inhalt ist mega. So, ihr könnt vielleicht auch sehen, dass hier so ein bisschen Überreste geblieben sind beim Abwischen. Und das bleibt, finde ich, auch auf den Lippen so. So, eine Sache habe ich auch noch neu von Pure bekommen, habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil wie so viele Gesichter habe ich gerade nicht. Glowerizer von Linda Hallberg. Das ist ja im Grunde so ähnlich wie die Shaping Light, nur so wie ich das verstanden habe, sind die hier Oil-based und die hier Water-based. Und da bin ich echt super gespannt, wie das ist mit den Foundations, wie die halten. Da drauf. Man kann das hier nämlich wieder als Primer benutzen, als Highlighter, als Moisturizer, als alles Mögliche. Hat auch wieder Skincare Ingredients drin. Es gibt zwei Farben: Me Time und Self Love. Ich swatch euch die mal nebeneinander. Self Love ist ein bisschen dunkler, wobei ich hier auch wieder der Meinung bin, genauso wie bei den Shaping Light. Eigentlich ist egal, welche Hautfarbe ihr habt, die verblenden sich so gut mit der Haut, dass man das als Primer vor allem, würde ich fast sagen, mit fast jeder Haut tragen kann. Das ist Me Time und Self Love. Ne? Ihr könnt sehen, der Self Love hat so ein bisschen goldener und der ist ein bisschen shiniger. Der dunklere hat auch so einen leichten pinken Flip, finde ich. Wie gesagt, kann ich heute selbstverständlich nicht testen, weil das würde das hier verfälschen. Aber wenn ich das jetzt hier mal so auf meiner Haut verteile, das ist schon ein bisschen geil aus. Ne? Also mir würde das vielleicht als Glow reichen. Dann müsste ich wahrscheinlich nicht das hier noch benutzen. Ich sag's mal, wie es ist. Ich sag's mal so. Leute, ey, diese Allergien, ne? Ich könnte einfach die ganze Zeit meine Augen reiben, jucken, kratzen und oh, das macht mich fertig, ey. Ja, teste ich jetzt die Tage und berichte euch. Ich sehe sehr, sehr, sehr glowy aus, um das nochmal zu sagen. Ich habe aber auch einen Glitzerbart. Also wenn ich das nochmal benutzen würde, das Produkt, würde ich es hier oberhalb meiner Lippen weglassen. Weil ich mag nicht so gern Glitzerbart. Wisst Bescheid. Ja, First Impression. Sehr zwiegespalten. Wenn es jetzt ein einfacher Highlighter oder als Highlighter angepriesen wäre, hätte ich gesagt, jo, cooler Highlighter, gefällt mir gut. War nicht nötig, aber ist schön. Durch diese ganze PR-Sache, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich, ich weiß, viele von euch haben sich den auch direkt geholt. Ich bin absolut, bitte, super gespannt darauf, was ihr sagt. Also wie habt ihr den bisher benutzt? Wie findet ihr den? Und so weiter und so fort. Das bitte schreibt mal unten rein. Was ich mega krass finde, ist das Packaging. Ne? Also das Packaging ist für mich erste Sahne. Ne? Wenn ihr erstmal guckt, schön dünn. Ich mag das ja, wenn das so sleek ist. Dann hat es hier diesen Goldrand. Hat selbstverständlich einen Magnetverschluss. Das sieht so geil aus. Dieses Hochglanzweiß mit diesem eingeprägten Natasha Denona Symbol. Ehrlich, Hammer. Spiegel. Besser als jeder Handtaschenspiegel. Wirklich, wirklich toll. Und ja, als Highlighter so auch, gefällt es mir auch
wirklich, könnt ihr ja sehen, es sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe aber im Moment halt auch viele Highlighter und ich habe auch sehr viele Highlighter von Natasha, die ich absolut vergöttere. Dementsprechend, ich sag's nochmal, ich hätte gerne einen Bronzer und eine Foundation. Und zwar am liebsten eine Foundation in Cremeform. Ja. Apropos Foundation in Cremeform, das vorletzte, womit ich euch voll laber. Ich habe ja bei Beautylish bestellt und da gibt es diese Marke MOB. Und die haben eine Creme Foundation und die habe ich mir mal geholt. Da bin ich ganz gespannt. Wenn die jetzt geil ist, dieses MOB, das ist so super nachhaltig, tralala, und man kann sich dann seine eigenen Paletten bestücken und sowas. Das hier ist auch Pappe. Ich finde es ein bisschen eklig, aber okay. Ich verstehe das Konzept so, deshalb akzeptiere ich das. Ich bin ganz gespannt auf diese Creme Foundation. Berichte ich auf jeden Fall. Und jetzt wollte ich euch noch den Fenty Highlighter zeigen, um euch zu sagen, lasst es sein. Also Fenty hat neue Highlighter auch rausgebracht. Demi Glow. Ich habe die Farbe Prosecco. Packaging, richtig schön. Inhalt. Das ist der Highlighter und ihr wisst ja, also das ist ja immer so eine Sache. Diese Highlighter von Rare Beauty finden ja voll viele voll geil. Aber die haben diese komische, grisselig staubige Glitzerkonsistenz, die ich schrecklich finde. Und der ist im Grunde genauso. Also das hat auch diese... ich habe in einer Insta-Story hatte ich gezeigt, wie glitzerig der auf dem Gesicht aussieht. Und ja, ich stehe immer noch absolut dazu. Wartet mal, habe ich es jetzt richtig drauf oder geht es jetzt wieder kaputt? Wartet, so rum. Der bröselt mir nämlich auseinander. Das ist der Highlighter. Und ja, ich finde, auf den ersten Blick könnte man denken, ja, schön. Aber ich weiß nicht, ob man das... Der ist so grob, so pudrig, so grisselig. Und ich will nochmal gucken, ob ich das hier auch hinkriege mit der Kamera, wenn ich jetzt mich hier wieder blende. Ob man das... hier sehen kann mit den Glitzis. Seht ihr das? Ich hoffe es. Für mich ist der einfach glitzerig, leider. Ich habe ja bei Instagram schon meinen Unmut kundgetan, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Ich hatte den aufgetragen und es hat mir im Gesicht überhaupt nicht gefallen. Das wollte ich euch jetzt sagen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den wirklich zurückschicke zu Sephora. Das mache ich ja üblicherweise nicht, weil ich meine, ich lebe ja davon, Make-up zu testen und deshalb kann ich nicht alles testen und zurückschicken. Aber wenn irgendwas mich so ärgert, bin ich echt am Überlegen, das wieder zurückzuschicken. Sagt mal, wie findet ihr den Fenty Highlighter? Das würde mich auch mal interessieren. Jetzt habe ich euch einen Haufen Zeugs gezeigt, obwohl ich euch nur das reviewen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit... Weiß ich noch nicht. Werden wir mal sehen. Bis dann.